Guten Morgen. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Und zwar ein Nachtrag, und zwar aus einer ganz anderen Sicht. Nachtrag zu dem Thema IQ ist nichts, Unbildung, alles. Und zwar energetisch betrachtet. Und ich habe das so zusammengefasst, auch wenn mir die Elster hier dazwischen quatscht. Denkfaulheit ist normal. Was hat es damit auf sich? Und zwar hat es ein Wissenschaftler, hat mich angeschrieben und wir haben dann auch telefoniert und darüber diskutiert. Ich fand das sehr spannend und er hat mir das mal, seine Sicht der Dinge hat er mir mal dargelegt und ich werde vorlesen und kurz erläutern. Also ihr könnt euch zurücklehnen, ihr müsst eigentlich nicht viel am Handy euch da bemühen. Das machen wir so. Und zwar, dieser Wissenschaftler, ich sollte allerdings den Namen rauslassen, hat Folgendes geschrieben. Alle evolutionären Systeme sind auf Material- und Energieeffizienz optimiert. Klar, ne? Also das ist unsere typische Faulheit. Immer nur so viel wie nötig. Nicht wie möglich, sondern wie nötig. So sind wir Menschen, so ist eigentlich alles gemacht. Grob benötigt das Gehirn ca. 20% der Energie, die einem Menschen insgesamt zur Verfügung steht. Kommt ein Mensch in stressige Situationen, also durch Denken oder Lernen, ist es sogar noch mehr. Ich hatte mal gelernt in Biologie, dass das sogar bis zu 50% unseres Energiehaushaltes ausmacht, was das Gehirn so verbraucht. Vielleicht geht euch das auch so, wenn mir jetzt zum Beispiel so, ich bin eigentlich kein Frühstücksmensch, aber wenn ich gleich morgens meinetwegen um 4 losfahre und 2, 3 Stunden angestrengt und schnell auf der Autobahn fahre, dann habe ich danach Hunger. Vielleicht hängt es damit zusammen. Gut, weiter. Deshalb sind menschliche Gehirne auf maximale Denkfaulheit evolutionär optimiert. Gutes Beispiel ist der PCCP-Test zur Mengenerhaltung, eigentlich zur Erforschung der Entwicklung des logischen Denkens bei Kindern. Und das, was jetzt kommt, ist entnommen aus die Entwicklung der Menschheit von der Kindheitsphase zur Erwachsenenreife von Georg Oesterdijkhoff. Gucken wir uns das Bild mal an. Es geht um Mengenvergleich bei Kindern. Das schreibt er gleich hier, aber ich sag's mal gleich so. Wenn ich zwei Gefäße vor mir sehe, die beide äußerliche gleiche Gestalt haben und ein gleicher Flüssigkeitspegel drin ist, dann ist das soweit für mich in Ordnung und sage ich, dann ist die gleiche Menge in beiden drin. Anders ist es schon, wenn ich mein Gehirn ein bisschen anstrengen muss und sage, ist das auch gleich? Also wenn ich praktisch mir diesen Zylinder hier wegnehme und dafür einen anderen hinstelle und den Inhalt von diesem in den reinkippe, ist das dann gleich? Wenn ich das nicht weiß, dass das gleich sein muss, weil es reingekippt wurde, fange ich an zu überlegen, fange ich an zu rechnen und innerlich zu überschlagen. Ja, dafür ist nur die Hälfte des Durchmessers, aber doppelt so hoch und alles solche Gedanken gehen einem da durch den Kopf. Oder gar, wenn es so ist, dass ich diesen Behälter ersetze durch 5 kleine. Und diesen aufteile auf die 5 kleinen. Wenn ich das nicht weiß, dass das wirklich durch Umkippen, also Umschütten in diese hineinschütten passiert ist, dann fange ich wieder an zu rechnen. Gut, das aus dem Buch. Dieser Wissenschaftler schrieb dann, ab dem Alter von 4 Jahren können Kinder erkennen, dass der Inhalt in zwei gleich geformten Gläsern, die das gleiche Volumen haben, bei gleichem Wasserstand gleich ist. Ja, klar, also hier, da sagen sie, das ist gleich viel. Wenn man hingegen den Inhalt eines Glases in ein anders geformtes Glas oder Gläser, mehrere, kippt, dann glauben Kinder und auch manche Erwachsene, dass sich aus Zauberei die Wassermenge verändert hat. Das sind die sogenannten Nichterhalter. Was das mit dem Erhalt zu tun hat, musste ich erst gucken. Test zur Erhaltung des Volumens, also erhalten. Es bleibt so, wie es ist. Das sind dann die Nichterhalter, das sind dann Leute, die denken tatsächlich, oh, da hat einer gezaubert. Auf jeden Fall kann es nicht so sein, das kann nicht gleich sein. Das ist seltsam. Das hat er eben herausgefunden. Alle geistig normalen Menschen in modernen Ländern, nicht unbedingt deren Immigranten, schrieb er, können die Aufgabe ab 12 Jahren normalerweise richtig lösen. Das sind dann die Erhalter, nennt er sie. Also die, die sagen, das Volumen, das hier ist hier drin enthalten. Erhalten geblieben. So ist gemeint. Je nach Ethnie, Milieu und Kultur liegt der Anteil in Entwicklungsländern der Erhalter, also die, die es erkennen, bei Erwachsenen bei 20, 50 oder 80%. Der Rest, also die Nichterhalter, erklären sich das Verschwinden oder Vermehren des Wassers übrigens durch Zauberei. Seltsam, wusste ich nicht. Interessanter
Aspekt. Der Punkt im Energieverbrauch, was das Gehirn angeht, ist die Rechenzeit. Die kürzeste Rechenzeit vergleicht nur optisch, also kurz gucken, ja. Oder hier nur kurz gucken und sagen, ja, ist so oder ist nicht. Beziehungsweise hier kurz gucken und sagt, nö, ist nicht. Also hier geht's, das wäre die kürzeste Überlegung, die kürzeste Rechenzeit fürs Gehirn. Also hier wird nicht lange überlegt, nachstudiert, kann denn das sein oder passt denn das da rein? Ja, einfach bloß kurz optisch verglichen, ja, könnte gehen. Das ist also die kürzeste Rechenzeit. Die kürzeste Rechenzeit vergleicht nur optisch, also das Muster erkennen. Vergleicht nur optisch die Pegelhöhe, und zwar in Millisekunden, ja, ganz kurze Zeit. Um nach dem Umfüllen die gleichen Volumen in den unterschiedlichen Gefäßen zu erkennen, muss das Gehirn, je nach Übung in Sekunden, Volumenberechnungen von Zylindern mit unterschiedlichen Flächen oder Höhen ausführen. Dieser Vorgang braucht ein Vielfaches der Energie. Nochmal zurück, was ich vorhin sagte, wenn ich also nicht bloß sage, ja, müsst, hier geht's leicht, ne? Aber wenn ich hier sage, ja, müsste gleich sein, dann war das nur abschätzen, Muster erkennen, bin ich innerhalb von Millisekunden fertig, Tausendstel Sekunden. Wenn ich allerdings anfange zu überlegen und dann sage, ja, davon habe ich 5 Stück, dafür ist also der Durchmesser nicht so groß und die Höhe, ja, ist hier auch nicht so und ja, das könnte hinkommen. Das dauert schon alleine diese, das laut ausgesprochene eben, sowas denken wir ja dann, das dauert dann echt lange. Das braucht dann eben ein Vielfaches der Energie. Naja, wir sind ja aber auf Optimierung, also auf Faulheit ausgelegt. Weiter, was schreibt der Wissenschaftler? Um trotz dieser evolutionären Denkfaulheit zu denken, zu lernen, evolutionär unnützer Energieverbrauch wäre das also, braucht ein menschliches Gehirn Antrieb. Also Ausschüttung angenehmer und Reduzierung unangenehmer Neurotransmitterkonzentration im Gehirn. Kurz gesagt, von sich aus macht's keiner. Man muss den Kerl oder diesen Menschen dazu bringen, dass er's tut. So, jetzt, wie geht's weiter? Dazu gehört das menschliche Gehirn dazu zu bringen. Dazu gehört das Sexualsyndrom, also was nach Anerkennung, Status in der Gesellschaft für Männchen und wahrgenommenen oder geliebt zu werden für Weibchen angeht, oder das Angstzentrum oder das Belohnungssystem, wenn wir Spaß haben dabei. Der Antrieb ist individuell sehr unterschiedlich, aber essentiell für mögliche überflüssige Rechenzeit. Energieverschwendung beim Denken und Lernen. Also das, warum sich ein Mensch damit beschäftigt, mit solchen unnötigen Aufgaben hier, das hat unterschiedlichste Ursachen. Also es kann in der Angst liegen, in dem Wunsch nach Anerkennung und so weiter und so fort. Aber auch bloß einfach aus Spaß, einer Freude. Er schreibt, ich bin zum Beispiel hyperaktiver ADHSler. Das bedeutet, dass ich unter einem genetisch veranlagten Mangel an Dopamin und Noradrenalin im limbischen System leide. Limbisches System ist ein Komplex aus vielerlei Bestandteilen des Gehirns. Deshalb ist mein Gehirn gezwungen, ständig auf Höchstleistung zu denken. In dieser Zeit wird im Mittelhirn eben Dopamin und Noradrenalin ausgeschüttet. Normale Menschen, die genetisch bedingt schon im Ruhezustand, also chillen im Schatten, ausreichend Dopamin und Noradrenalin generieren, müssen nicht wie ich ständig denken, lernen und inzwischen immer neue, komplexere Probleme verstehen. Diese genetischen Unterschiede sind nach aktueller Forschung circa ab der 20. Schwangerschaftswoche im Embryo fix und danach nicht mehr veränderbar. Also das zum Thema ADHS fand ich auch sehr interessant. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyper-Tralala-Syndrom. Diese Leute, die ständig was Neues brauchen, die also ständig denken, die ständig Futter brauchen zum Denken, die können regelrecht, also das sind kleine, ich sage immer Rohdiamanten. Ich bin darauf schon mal eingegangen, auch im Buch, wie ich mit ADHS-Lern umgegangen bin. Also wunderbare Menschen. Fällt dieser Antrieb weg, also normaler Gehirnstoffwechsel, kein ADHS, bleibt als Antrieb zum Denken nur noch Angst. Früher war es Angst vor Strafen, heute ist es Angst vor Peinlichkeit. Peinlichkeit ist letzten Endes Verlust des Ansehens, ne? Angst vor Verlust des Ansehens. Oder Liebesverlust beim Lehrer. Oder Liebesverlust bei den Klassenkameraden. Oder Liebesverlust bei den Eltern. Oder üblicherweise auch
Das ist üblicherweise bei den Eltern, bei den Weibchen so. Und Anerkennung, das ist bei beiden. Also fällt dieser Antrieb, ständig dieses ständige Denken wollen und müssen, weg. Ja, dann bleiben solche Antriebe, die wir als Angst bzw. Wunsch nur noch sehen. Ne? Wunsch nach Gewinn und Angst vor Verlust. Wenn Gesellschaften reicher, wohlhabender werden, dann werden nach und nach die Anforderungen an die Mitglieder der Gesellschaft, durchschnittliche Arbeitsleistung, Arbeitsertrag pro Person gesenkt. Es geht ja allen gut, kein Grund, sich mehr unnötig zu quälen. Dann werden sukzessive die Anforderungen im Bildungssystem abgesenkt. Angst, Weibchen. Und es gibt plötzlich immer noch hochbewertete Positionen in der Arbeitswelt, ohne viel Denken und Wissen erreichbar. In der Gesellschaft, Anerkennung, Männchen und Weibchen. Und beides führt dazu, dass außer den ADHSlern alle normalen Menschen mit dem Denken und Lernen und Wissen weitgehend aufhören und der Wohlstand der Gesellschaft sukzessive sich reduzieren wird. Klar, wenn keiner mehr was macht und keiner mehr vorwärts uns vorwärts bringt als Gesellschaft, dann wird sich auch der Wohlstand irgendwann mal ja, reduzieren. Dies ist ein ganz natürlicher Prozess und wird durch das Wort Dekadenz gut beschrieben. Natürliche Prozesse verlaufen in Schwingungen. Ich fürchte, dass wenn die Welt nicht nur aus ADHSlern besteht, die normalen Menschen erst wieder vermehrt anfangen zu denken, wenn sie es wieder müssen. Also Angst, Status Bullshit, Job weg und so weiter. Ja, das glaube ich leider auch. Mit Reden oder Erklären, Schreiben kann man da wohl nichts mehr machen. Das geht nur über Schmerzen, also Neurotransmitterkonzentration im limbischen System. Da muss man Geduld haben. Aber die Frequenz dieser Prozesse ist, wie beim Klima, sehr niedrig. Also es dauert lange, bis sich das alles wieder in die andere Seite bewegt. Eventuell werden wir den Zeitpunkt der nächsten lokalen Extrema in der Schwingungsfunktion nicht mehr erleben. Also, ja, kann passieren. Menschen, die schon nach der Pubertät sind, haben leider kaum noch eine Möglichkeit, wenn die Grundlagen fehlen, plötzlich viel Wissen aufzubauen. Da gibt es wahrscheinlich eine verlorene Generation. Ja, sehe ich auch so. Und den letzten Satz, ja, den finde ich so bedeutend, deswegen fangen wir in unserer soliden Schule auch an, gleich in der ersten Klasse, damit die Kinder nicht erst verdorben werden. Gut, also ist eine Ansichtssache, ne? Ich bitte ruhig zur Diskussion, allerdings zu dem Thema. Alles, was anders ist, fliegt raus. Und Leute, lasst die Links weg, ne? Das wird bestraft bei YouTube. Gut, also, das bis dahin. Ich fand das sehr interessant. Spult noch ein paar Mal hin und her und zurück. Also, ich finde, da steckt sehr, sehr viel Weisheit drin. Und ich danke diesem Wissenschaftler. Ich würde ihn gerne namentlich nennen, aber ich habe es versprochen. Ich danke ihm sehr, für diesen Gedankenanstoß. Also, einen schönen Tag für euch. Bis dann. Tschüss.